Die Order 66 war ein Massenmord an den Jedi und eine der schlimmsten Taten in der Geschichte der Galaxis. Aber wussten die Jedi von diesem Befehl? Und wenn ja, wieso haben sie nichts unternommen? Viel Spaß! Hallo Star Wars Fans und willkommen zu den Todesstern News. Order 66 war einer von 150 Befehlen, die die Klontruppen in Notfallsituationen anwenden sollten. Und da diese 150 Befehle im Senat bekannt waren, müssten doch auch die Jedi davon wissen, oder? Und ja, sie wussten davon, theoretisch. Aber warum haben die Jedi nichts dagegen unternommen? Weil der Befehl Order 66 eigentlich einen ganz anderen Zweck hatte. Die meisten Notfallbefehle behandelten hauptsächlich Probleme der Republik im Fall von Verrat. Deshalb gab es auch einen Notfallbefehl, der beinhaltete, dass der Kanzler getötet werden sollte. Order 66 war eigentlich dazu da, einzelne Jedi zu eliminieren, die die Republik verraten hatten. Order 66 hätte man zum Beispiel perfekt bei Ponkrell auswirken können, denn er war ein Verräter der Republik. Und das ist eigentlich auch passiert, nur nicht auf offiziellen Befehl. Order 66 war also nie dazu da, in einem riesigen Ausmaß ausgeführt zu werden. Palpatine ist aber ein Genie und hat es trotzdem geschafft, genau das zu tun. Er teilte dem Senat mit, dass der Befehl berechtigt ist, da der gesamte Jedi-Orden die Republik verraten hat. Aber warum haben die Jedi das nicht irgendwie gespürt? Naja, so etwas ist schwer zu spüren. Ein erfahrener Politiker im Senat hätte sofort erkannt, wie gefährlich die Order 66 für die Jedi sein kann. Aber die Jedi interessieren sich nicht für Politik. Sie sind Hüter des Friedens. Außerdem hat der Notfallbefehl, den Kanzler zu töten, auch geholfen, da sonst niemand darauf kommen würde, dass er hinter all dem steckt. Und ich finde, das zeigt auch wieder, was für ein manipulatives Genie Palpatine war. Er hat einen Krieg angestiftet und dafür gesorgt, dass die Jedi ihm irgendwann auf die Schliche kommen. Und dann hat er ihren Angriff auf ihn als Verrat des gesamten Ordens dargestellt. Und das ist wirklich genial. Aber ja, das ist unsere Antwort. Es ist schon irgendwie witzig, dass die Jedi in gewisser Weise von dem Befehl wussten, der ihr Untergang sein sollte. Sie sahen ihn nur nicht als Anstiftung zum Massenmord, sondern als reine Vorsichtsmaßnahme des Senats. Was hält ihr von all dem? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein.